Yo, Final Stage. Und wir begeben uns weiter durch den Moria-Schrein zum Suva Lake. So heißt der, Suva Lake. Der See der Windgöttin. Naja, unser Final Boss und Schutzgöttin des Moria-Schreins ist die Göttin des Windes und des Regens. Deshalb See der Windgöttin. Und diese super Fee gibt uns nochmal extra Sachen, was wir geil finden. Her damit, und wir haben Full Power für den ultimativen Fight. Wir bekämpfen jetzt einen Gott. Na, zeig dich endlich, du Gott. And here is she. Kanako Yasaka. So heißt sie. Göttin des Windes und des Regens. Final Boss von Mountain of Faith und Schutzgöttin des Moria-Schreins. Und gleichzeitig in den Windows Toho Games der einfachste Final Boss. Ihr werdet gleich sehen, warum. Aber ihr Team ist total geil. Divine Festival Explained on Bashira. Monster Laser. Weg, weg. Na komm schon, Kanako, geh endlich tot, Mann. Yeah, der Herr ist so geil, extra life. Jetzt Scheinwerfer, Monstersteine. Ah, Bombe. Rice Porridge in Tube. God's Rice Porridge. Ah ja, Porridge. Ich verstehe darunter irgendwas zu essen. Dieses Burger ist total gemein. Schaut euch mal das an. Die ist so gemein. Und dieser Non-Spell ist auch total gemein. Das erinnert ein bisschen an einen Non-Spell-Angriff von Sakuya. Nur ist der einfacher. Sacrifice sein. Miasma Hunting Shrine Ritual. Okay, das ist der wohl schwerste Spellcard von Kanako. Alle anderen sind ein bisschen easy peasy. Sag ich mal so. So, und jetzt verwandelt sie sich irgendwie in eine Statue, um sich vor meinen Angriffen zu schützen. Was ich sehr cheap ass finde. Und diese Balls! Weg! Und jetzt schon wieder in eine Statue. I mean, what the fuck, Mädchen? Kämpf wie ein Mann! Oder noch besser, kämpf wie ein Roboter! Weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also der Toho-Wiki sagt, dass Kanako, wenn man halt sie so robotermäßig gestalten würde, dass sie aussieht wie ein Transformer. In diesem Fall würde sie dann aussehen wie Optimus Prime. Lol. Heaven's Dream. Miracle of Antensui. Geh tot. Jawohl. Und ihre Final Spell. Mountain of Faith. Und diese Spellcard ist gemein. Die ist gemein. Weil wenn ich bomben würde, dann würde nur ein ganz kleiner Kreis kommen. Und was glaubt ihr, interessiert das Kanako? Dreck interessiert sie das. Weil sie verwandelt sich dann sofort wieder in eine Statue. Cheap ass girl. Cheap ass Gott. Und ich verstehe immer noch nicht. Genau gesagt, ich find's total awesome, dass ich das ohne Bomben und ohne Sterben geschafft habe. Diese Spellcard. Spellcard Boney habe ich erreicht. Bin ich nicht awesome?
Ich lobe mich selber. Ich klopfe mir selber auf die Schulter dafür, dass ich das verbracht habe. Oh, boy. Naja. Das ist Mountain of Faith gewesen. Und ja, sonst gibt's eigentlich weiter nichts zu sagen. Also, das war's von meinerseits und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. See ya, guys!